Hi, hi, hi. Seid ihr bereit? Bereit, die totale Zerstörung über das WEC herzubringen? Herzubringen? Egal. Hi und willkommen zum vermutlich letzten Part oder den letzten Parts zu Crusader Normals. Einem der wohl besten Spiele der letzten 20 Jahre, wenn ihr mich fragt. Genau, wir sind direkt schon in der letzten Mission, ganz am Anfang. Keine Zwischenbasis. Wer nicht weiß warum, der guckt sich die letzten zwei Missionen an. Und wir machen jetzt mal weiter. Genau, der Alarm wurde angeschalten. Und wieder abgeschalten. Wir haben hier nichts zu suchen. Was wäre? Wer sagt, ich habe hier nichts zu suchen? Ich habe hier alles zu suchen, ja? So. Genau, ich merke gerade, meine Munition ist etwas knapp. Ich nehme übrigens, um Gottes Willen, auch gerade an einem Samstag auf. Und es ist noch fraglich, ob ich das jetzt noch dieses Wochenende hochladen werde. Na, komm. Weil ich noch ein bisschen was für die Arbeit tun muss und... Ja. Alles klar, der ist kaputt und ich glaube, ich werde diesen Geschützturm da hinten nochmal mit einer fiesen Spinnenmine zerlegen. Aber schauen, dass ich die Kiste nicht kaputt mache. So, genau, weil ich muss noch ein bisschen was für die Arbeit machen und wir müssen noch ein bisschen Zeit für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, unser letztes Phantasmagoria anzuschauen. Ab. Okay. Ich glaube, ihr wisst jetzt schon, was ich damals immer gemeint habe, dass ich Angst vor der Plattform habe. Warum ich nicht auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spiele. Aber ich glaube, ich nutze einfach die falsche Waffe dafür. Ich kann da mal... Naja, die ist für Fernkampf nicht so gut, die Schrotgun. So, da ist noch eine Kiste. Ich speichere jetzt schon, das ist mir alles nicht so geheuer. Ich habe nämlich kaum noch Erinnerungen an die Mission, außer ans Ende direkt. Das ist bestimmt eine Kamera hier oben im Eck. So, nachladen. Oh, weil das ist nicht ein Veteran. Scheiß auf die Kiste. Die ist mir jetzt gerade egal. Nee. Na? So. Ich dachte, der läuft. So. Computer. Laserkraftfeld deaktiviert. Nächste Ebene. Wahrscheinlich Ebene 4, schätze ich mal. Und wir fahren nach oben sogar. Ui, okay. Ebene 6 dann anscheinend. Lass mal schnell. Okay. Entschuldigung, das war jetzt wahrscheinlich etwas laut. Ich habe gedacht, der wäre schon tot gewesen. So ein Fu. Oh Mann, ich glaube jetzt andersrum. Ich brauche den Wett schon die Kamera nicht verreckt machen. So ein Shit aber auch. Ja dafür, hallo? Geht es noch? Habt ihr sie noch alle? Ich glaube, die kann ein bisschen dauern, die Mission. Oh meine Fresse. Und so ähnlich, aber nicht unbedingt so krass geht das Zweier gleich in der ersten Mission weiter. Das ist eben das Tolle. Das Zweier ist wirklich, kann man sagen, direkter Anschluss an das Ende von diesem Teil.
Und deswegen überlege ich halt echt stark, ob ich es nicht doch spiele. Als nächstes LP, wo ich alleine mache. Weil das würde halt einfach zu sehr passen. Aber ich möchte irgendwie auf der anderen Seite auch nicht zwei Crusader nacheinander machen. Ist mir genauso. Nee. So. Ja, also, jetzt wird's affig. Ich glaube, ich kill den einfach vor mir mit dem Raketenwaffe. Und ich muss erst nachladen. Ich verreck an diesem einen Veteran. Major Vargas, ich hasse sie dafür. Na, also, es geht doch. Zwar Medpacks verbraucht, aber immerhin speichern. So, dasselbe Spielchen mache ich jetzt aber mal ganz kurz mit dem hier und da. Ist immer noch irgendwo eine Kamera. Ich höre sie doch. Geht's dir gut? Hallo? Hallo? Können jetzt sogar schon durch Wände gucken. So. Da unten ist eine Kamera. Nachladen und Schuss. So. Oh, da ist eine Plasma auch hier auf dem Tisch. Ficken. Weil das sind noch überall Aufladestationen jetzt. Was ist denn das? Ach, das ist die Shotgun, okay. Was ist das hier? Okay, das ist vielleicht nicht mal so schlecht, genau deswegen. Ich bin momentan noch ein bisschen mit dem neuen Jagged Alliance beschäftigt, das Remake von 2er, wer Jagged Alliance kennt. Beziehungsweise wer es nicht kennt, das ist ein Strategiespiel, Strategierollenspiel, in dem man den Bananenstaat Arulco von den Fängen der bösen Königin Daedrenna befreien muss. Ich verletze mich jetzt selbst. Na? Genau. Und es spielt sich irgendwie, ich weiß nicht, am ehesten kann ich es vergleichen mit ja, XCOM, weil ich XCOM gewohnt bin. Bloß auf Rollenspielart, mit einer Weltkarte und so weiter. Und das ist echt extrem cool gemacht, weil da muss man, kann man richtig Wirtschaft quasi betreiben, Minen erobern, kriegt man Geld jeden Tag, muss sich Söldner anheuern und bla bla bla. Genau, was ich eigentlich sagen wollte. Beschäftige mich gerade ein bisschen mit dem. Und es ist interessant. Die haben einige coole Sachen aus dem Original rausgenommen, aber dafür andere coole Sachen reingenommen. Also wer Jagged Alliance kennt, der kann sich's, bevor man es kauft, es ist zum Glück nicht so teuer, vielleicht mal ein paar YouTube-Videos oder sowas angucken. Ne? Das nur so nebenbei. Hat das jetzt eigentlich was gemacht? Ich denke nicht, ne? Ich verschwinde eine Kamera da unten. So. Oh, den kann ich auch wieder so killen. Ich bin aber auch fast. Ist der doof. Oh nee, die Tür schieße ich nicht auf. Aber die Kamera mache ich so kaputt. Falsch. So. Speichern wir. Nee, zurück. Speichern wir mal. Da liegt eine rote Keycard. Ich hab die Kiste kaputt geschossen. Aua! Dann die Scheiße. S-s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 -
gut. Ah, da kann ich mich drunter rollen, das ist klar. Ja, dann muss ich mich durchrollen. Ja, ist okay. Sag mal. Was macht denn das so jetzt eigentlich? Achso, das macht Türen auf. So ist das hier. Die Musik erinnert mich gerade ein bisschen an Deus Ex 1. Mal ohne Mist, ist das Deus Ex? Ohne Mist, die Musik ist voll Deus Ex 1. Au. Ich lame heute rum, es tut mir leid, aber die letzte Mission ist echt kein Kinderspiel. So, wo ist deine Kamera? Ich kann die hier kaputt machen? Ich glaube, die Kamera ist in diesem Raum da drinnen. War in diesem Raum da drin. So. Wir füllten eigentlich die Getränkeautomaten auf der Raumstation. Das müsste auch irgendjemand machen. Hallo? So. Pff. So, die vier sind kaputt. Das Ding ist sowieso defekt. Das ist mir relativ schnuppe. Ach, ja gut, mit normalen Schusswaffen ist der mir egal. Oh, Nachricht. Wir haben anscheinend nicht den richtigen Zeitplan des Konsortiums gehabt. Kiew ist heute der Vergeltung des Vorsitzenden zum Opfer gefallen. Wenn unsere Kalkulationen richtig sind, dann haben sie nur noch wenig Zeit, um zu den Kontrollen zu gelangen und wir verlieren eine weitere Stadt. Max ist aus. Oh oh, da fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich noch die fehlende Zwischensequenz hochladen von Maxis. Die habe ich total vergessen. Entschuldigung, die muss ich echt noch nachreichen. Wobei die jetzt für die Leute, die schon ständig zugeguckt haben, vermutlich irrelevant ist, aber... Ich kann dir kurz sagen, was da gesagt worden ist. Und zwar, das war nach der Mission vom mit dem Dr. Gregor Hoffman, wo wir meine Klone gekillt haben. Da hat Maxis gesagt, dass auf meine Anfrage bezüglich meiner Herkunft mein DNA-Material, glaube ich, oder mein Genmaterial irgendwie analysiert worden ist und es keine konkreten Beweise gibt, die bestätigen oder widerlegen, dass ich auch ein Klon bin. Oder ich diese Fehlfunktionen besitze. Egal. So. Ein bisschen Aufzug fahren. Kann ich den Looten auf dem Weg? Ja. So. Nächste Ebene. So, was kommt jetzt? 5 Veterans, 1 Solatron, 1 Zivilist. Ein Zivilist. So, schöne Aktion. Das ist schon auch eine Kamera. Wo kann ich den denn übersehen? Ach, die haben Egos. Keycard zu Credits dabei. Na gut. So, was haben wir hier? Genau, ich muss da runter. Zum Glück habe ich vom Granatwerfer Munition gespart. So. Ich habe jetzt noch
4 Munition von der Waffe. Du schaltest keinen Alarm an. Noch im Fallen hat er es geschafft, oder wie? Und ich höre einen Mech. Ich sehe ihn auch schon, das ist ein Solatron. So, der andere wäre wahrscheinlich auch noch rausgekommen. Ne, der wäre nicht rausgekommen, weil das Kraftfeld noch aktiv ist. Kamera hätte ihn wahrscheinlich aktiviert. So, was haben wir hier? Satellitenzielsystem. Satark. Aha. Waffenkontrolle Ebene 7. Ja, das höre ich gern. Thrasher-Kanone. Ah, ne. Ah, da muss ich hin. Das muss ich sprengen. Ich... Ne, dann geht's noch nicht auf Zeit. Ich bin nämlich der Meinung, wenn ich... Ich muss mir da noch die... Aber ich glaube, das hat er schon mal gesagt. Das war so klar. Ich muss ja noch dann die Plasma-Generatoren oder sowas zerstören. Und wenn ich das gemacht habe, bin ich der Meinung zumindest, dass es dann auf Zeit geht. Aber schieß mal. Bist du ein Schwein? Ach, also. So, Delle. Shotgun, warum liegt eine Shotgun da? Aufgrund des möglichen Saboteurs wurde der Code zum Konferenzraum des Senators zu 204 geändert, um allen Attentätern den Zugang zu verwehren. Ich bin weder Attentäter, noch bin ich Saboteur. Ich bin der Hausmeister. Ich fülle die Getränkeautomaten auf. Ich kann jetzt mal quer in den Raum reinschießen, weil ich die Wische ein bisschen Energie verteilen. Ach, verdammt. Ja, dann spielen wir halt das Spielchen mit. Na, also, so. Was ist denn das da oben? Das ist ein Kraftfeld. Kleine Schalter kann ich von der anderen Seite auch noch betätigen. Ich frage mich gerade, ob es hier irgendwo was gibt. Naja. Ah, wie blöd ist denn das? Das ist aber kein ordnungsgemäßer Notausgang für Feuer. Oder sonstige Fälle. Mein lieber Scholli, du, mein lieber Scholli. Und ich hab sie kaputt gemacht. Aber das ist mir egal. Ich habe noch genug Energiezellen. Grüne Keycard. Ja, okay. Oh, Schalter. Was war das für eine Keycard? War das die grüne? Ja. Yep. Ich lock den mal kurz an. Wenn er kommen wollte. Die haben ja schon Laserpistolen? Spinnen die? Jetzt sind ja sogar schon die Zivilisten zu blöden Gegnern. So, ich will das Bild nochmal ganz kurz im Solatron. Dankeschön. Energie. Energiezellen füllen immer ein Drittel des Balkens auf, deswegen ist es auch, sind die am effektivsten, wenn man irgendwann mal die
Dings hat, den höchsten Energieschild. Den höchsten Generator. Oh mein Gott, wie schön. Kann ich gleich noch eine verwenden? Die schwebt in der Luft. So. Manuelle Kontrolle über Roboter, Netzwerkzugriff, Kontrolle über Mech bestätigt, gute Jagd. Ich wollte doch den Solatron haben. Was ist jetzt passiert? Ach, die Kamera. Ah, da wäre der Dings aktiviert worden. Desaktiviert auch den Alarm. Interessant. Ich schaue jetzt erstmal ganz kurz in die andere Tür. Da ist ein Solatron. Mag ich den? Ich mag ihn jetzt erstmal nicht. Verdammte Scheiße. Verdammte Axt. So. Vermaledeit. Gut, da komme ich jetzt gerade anscheinend noch nicht hin. Hallo? Aber ich kann mir jetzt wenigstens ins Solatron geben. Ich schneide jetzt mal ganz kurz bis zu der Stelle, wo ich wo ich Solatron steuern kann. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Genau, aber ich werde, bevor ich jetzt den Solatron letztendlich steuere, da oben die Kamera mal kaputt machen. Weil ich meine, sobald ich den Solatron habe und da rein dackeln, wird die mich hundertprozentig sofort sehen. Wird niemals so schnell schießen können, wie ich entdeckt werde. So. Lieber Herr Solatron. Der ist irgendwie voll knuffig. Wieso haben die jetzt auch Raketen? Sag mal, hat jetzt hier alles irgendwie Raketen? Es war ziemlich cool, dass ich den steuern durfte. Jetzt doch noch. Jetzt komme ich mit dem Solatron nicht mehr raus, ne? Dann noch ein bisschen Schaden anrichten. Tür zum Beispiel kaputt schießen. Raketenfest. Na gut. Shit. Veteran. So. Ich speichere lieber. Ich habe nur noch ein Magazin, habe ich gerade auf die Schnelle gesehen. Ui. Thrasher-Kanone. Gibt's sicher ein Schild? Ist das gemein? Noch ein Schild. Ich denke mal, das wird parallel dazu im vierten Eck drinnen stehen. Und zwar ungefähr da. Vielleicht läuft die. Gut. Das sind jetzt auch noch Raketen. Die sieht mich nicht. Ein Glück. Ich mache auf jeden Fall schon mal die nächste kaputt, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt da unten die Dings zerstöre, diese komischen Energieteile. Ob dann nämlich nicht doch Mech plötzlich rauskommt. Ja, ein bisschen Zerstörung machen hier.
Ich bin schon im Raum. So. Ich behalte die Waffe jetzt mal, ich habe nicht so viel Munition.